Ja, nachdem wir im letzten Video die Grundlagen der Stile hatten, geht es diesmal um die Wiederverwendung. Also, wie schaffen wir es zum Beispiel, dass wir hier nicht, ja, der dunklen Seite der Macht verfallen und mit Copy and Paste einfach gleiche Werte irgendwie hier wieder reingeben? Ja, das und wie wir auch Stile in mehreren Fenstern wiederverwenden können, sprich in externe Files auslagern, auch das werden wir uns diesmal kurz ansehen. Ja, dann starten wir gleich los. Wie schaffen wir es, dass wir hier nicht sozusagen die Font Size mehrfach angeben müssen, sondern einfach Stile aufeinander basieren lassen können? Also man könnte sagen vererben. Und wir haben ja hier einen Stil, der für alle Buttons gilt, und hier haben wir einen Stil Larger Style, was übrigens kein sehr guter Name ist in dem Fall, weil das ist nur mein Colored Style. So, das müssen wir natürlich schon korrigieren. Sieht denn das sonst aus? Geht ja gar nicht. So. Also, und hier haben wir den Background Green, aber ich möchte natürlich basieren auf diesem Stil, wo ich sage, okay, ich möchte trotzdem, dass der Button eine Font Size von 20 hat. Denn das, was man hier sieht, ist, dass die Font Size nicht übernommen wird. Ich mach's mal kurz. Ich gebe hier 40 hin. Das ist gleich, bleibt leider sehr klein. So, also müssen wir diesen Stil sagen, er basiert auf einem anderen Stil. Und dazu gibt es eine Eigenschaft, die heißt witzigerweise natürlich based on. Ja, und based on einer static resource, und zwar diese resource, die den Typ definiert für Button. Okay, die Syntax ist ein wenig kryptisch, muss ich gestehen. Wir haben gesagt, okay, dieser Stil geht auch auf Buttons. Nur wenn der Style Colored Style angegeben worden ist, ja, mit so geschwungener Klammer Static Resource. Gut. Und dieser Stil basiert auf einer anderen statischen Ressource, die hat aber keinen Key, aber sie hat einen Type, einen Target Type, und zwar Button. Also sucht er den Stil für den Button und diesen verwendet er dann. So, jetzt können wir noch mehr machen. Jetzt kann ich einen Stil definieren, der nicht auf den allgemeinen Button Type sozusagen erbt, sondern der von diesem wiederum erbt. Und dieser wiederum von diesem. Also, ich hätte gern jetzt zum Beispiel eine Vordergrundfarbe weiß, eine Hintergrundfarbe grün. Das könnte ich natürlich alles in diesen Color Stein reingeben, ist mir schon klar, aber ich will ja die Vererbung zeigen. Also mach mir einen eigenen Stil. Also diesen nenne ich jetzt Color Style Background. Und dann machen wir einen Style, der geht natürlich wieder Target Type Button, selbstverständlich. Und der bekommt jetzt als Key Colored Style, damit er gleich anspringt und wir das oben im Editor sehen. Dieser basiert nun auf natürlich wieder einer statischen Ressource, denn er ist in Windows Resources enthalten, ja, Static Resource. Und jetzt kann ich aber hier direkt den Key angeben. Also anstatt eines Typs, wenn man so über die geschwungenen Klammern den Typ gebunden, kann ich hier den Key angeben und wir sehen auch schon, dass der Hintergrundfarbe wieder grün ist, weil dieser Stil Colored Style nun von diesem Background Style erbt und dieser wiederum von dem Button Style, deswegen ist auch hier die 40. Und um das zu beweisen, dass das auch geht, machen wir einen Setup Property Foreground und die machen wir White. So, und jetzt sehen wir, das ist gleich, ist weiß, weil wir hier den Stil weiß, die Vordergrundfarbe auf weiß setzen. Wir basieren auf diesem Stil mit diesem Key, der definiert, dass die Hintergrundfarbe grün ist. Der wiederum basiert auf diesem Stil hier, der sagt, dass die Schriftgröße 40 ist. Ja, selbstverständlich könnten wir diese 40 auch so copy-pasten hier rein und hier rein, und das Grün können wir copy-pasten einfach hier rein. Dann bräuchten wir diese ganze Werbung nicht, aber wir alle wissen, von Copy und Paste sterben Eichhörnchen, das wollen wir vermeiden. Ist einfach immer schlecht, wenn wir Werte mehrfach im System haben. Denn wenn ich jetzt was ändern will, wenn ich sage, okay, 40 ist doch etwas groß, machen wir wieder 30 draus, dann habe ich genau eine einzige Stelle, wo ich es ändern muss und eben nicht drei oder vier Stellen. Gut, soweit mal zur Vererbung von Stil. So, was man hier schon sieht, ist, dass dieses Window Resources durchaus länger werden kann.
Und wie gesagt, wenn es nicht nur für ein Fenster ist, sondern für mehrere, hatten wir im letzten Video schon, dann einfach in den Application Resources reingeben. Gut, das wäre jetzt eine Option, dass man sagt, okay, ich starte das hier jetzt alles in den Application Resources, mache alles hier rein, aber vielleicht will man es ähnlich wie in HTML, die View und die Layout sozusagen, das HTML und das CSS trennen. Also hier auch das eigentliche XAML, das ja ohnehin schon die Tendenz hat, verdammt lange zu werden, dass man zumindest die Stile rausbekommt. Denn die können doch noch einiges mehr und werden dann noch komplexer und noch größer, größer, größer. Und ja, sehen wir uns mal an, wie denn das geht. Gut, als erstes brauchen wir natürlich eine Datei, die uns hier hilft, die Ressourcen sozusagen, ja, die Ressourcen beinhaltet. So, wenn er denn dann sich überlegt hat, das auch wirklich zu machen, dann haben wir hier zum Beispiel so ein Resource Directory. Ja, und das nennen wir jetzt Resources, myResources.xaml. So, und auch dieses ist eigentlich nur ein XAML-Dokument, das halt Resource Directory hier so mal heißt. Und hier gebe ich mal die ganzen Resources rein. Steuerung X, Steuerung V. So, hier sind die Ressourcen. Und jetzt muss ich die natürlich referenzieren. Das kann ich sinnigerweise machen in der App XAML, damit sie für alle gelten. Ja, in den Application Resources oder damit man es gleich sieht, mache ich es hier. Ich sage hier bei den Resources, sage ich Resource Dictionary Source equals ja, myResources.xaml. Hier gebe ich einfach die URI an, wo denn dieses Resource-File liegt. Ja, und somit habe ich die ganzen Resources, die ganzen Stile sozusagen ausgelagert in eine eigene Resource-Datei, in ein Resource Dictionary. Ja. So einfach kann es gehen. Dann viel Spaß beim selber ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.